Hallo und herzlich willkommen hier auf Die Müffelstücke, dem Zweitkanal der Miris. Und da vorne sind ganz viele Miris. Guck mal, da ist eins und da ist eins und da ist eins. Und da unten drunter ist auch eins. Da ist nämlich die Biskuit. Oh nein, schnell abhauen. Hier, guck mal, schönen Hintern an. Ja, der ist wirklich schön, Biskuit. Ach, guck mal. Und wer da rumgammelt, ist es der Daikiri. Aber natürlich ist es der Daikiri. Und da haben wir unser schönstes Männchen ever. Was heißt das? Ich bin das schönste Männchen. Ich glaube, es hackt, Alter. Ja, ja, red dir das nur ein. Ich meine, ich liebe dich am meisten, aber untoppbar ist natürlich Tequila. Das geht gar nicht, wie unfassbar schön der ist. Aber das passt schon. Da hinten liegt die Coco. Und hier haben wir die Pudding. Ich wollte gerade Popcorn sagen, aber du bist Pudding offensichtlich. Und hier haben wir Flip. Hallo, Flip. Na? Ist alles klar? Guck mal, von der Seite siehst du schwarz-weiß aus, aber du bist cremefarben. Offensichtlich. So, was machen wir heute? Es steht wahrscheinlich schon im Titel und ihr könnt es erahnen. Nein, es ist nicht sauber machen. Das ist noch sauber. Das muss noch ein paar Tage, dann mache ich unter den Häusern sauber. Nein, die waren nämlich schon wieder wochenlang nicht hier oben. Wir hatten im Real Life so unfassbar viel zu tun und wir hatten keinen Kopf, uns darum zu kümmern. Geht nicht. Manchmal hat man einfach so ein paar Tage, Schrägstrich, Wochen, wo einfach nichts funktioniert. Und deshalb war das jetzt hier oben, glaube ich, 2 Wochen oder so gesperrt, getrennt. Und heute kommen die endlich auch wieder nach oben. Und wir werden das dann jetzt eben in einem Zeitraffer machen, weil das müsst ihr nicht sehen, wie ich das mache. Ich habe nämlich von einem Kollegen Streu bekommen. Und weil wir momentan durch den kleinen Welpen ja sowieso schon sehr viel waschen müssen, weil er ja halt noch nicht perfekt stubenrein ist, hatten wir jetzt keinen Bock, das hier oben alles mit Vlies zu machen. Genau, das war der Grund. Ja, und deshalb kommt heute oben geschenktes Streu rein. Danke an Kane Lunaris aus meinem Twitch, dass du mir das vorbeigebracht hast. Ja, netter Dude. Dankeschön an der Stelle. Hier kriegst du einmal Tequila zu sehen. Das ist deine Belohnung. Ich weiß. Die beste Belohnung ever. Guck mal, er hat sogar Popcorn für dich. Unfassbar. So, und in dem Sinne, Zeitraffer jetzt hier oben drauf und auf geht's. Tada, tada. Und zoom, 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 zoom. Zack, wieder alles auf normal. Guck mal, da freuen sich die Meerschweinchen und die werden sich gleich noch mehr freuen, denn es ist fertig. Ich bin so gespannt. Es ist immer wieder eine Freude, wie die reagieren, wenn die wieder nach oben dürfen. Ich hoffe offensichtlich, dass sie sich heute auch freuen. Jetzt müssen wir das noch vernünftig dahin machen. Passt alles? Guckt es euch an. Guck mal, Daikiri. Du kannst wieder nach oben. Und in dem Sinne lehnen wir uns zurück. Und ihr dürft raten, welches Meerschweinchen das erste Meerschweinchen ist, was nach oben rennt. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich pausiere das Video. Wenn ihr geraten habt, Tequila, dann habt ihr gewonnen. Ihr hättet auch gewonnen, wenn ihr Daikiri gesagt habt, das ist ziemlich zeitgleich. Das zähle ich jetzt einfach mal als 1. Das passt schon. Also 1, Daikiri 2 und Coco Nummer 3. Ach, guck mal, Flip kommt auch nach oben. Okay, Coco weiß noch nicht, wie sie sich entscheiden soll. Das ist auch okay. Und jetzt einmal kurz ruhig für die tollen Geräusche. Da fällt mir gerade ein, dann sollte ich das eben erst nochmal rausnehmen. Und jetzt Ruhe für die tollen Geräusche. Na, guck mal, Coco ist nämlich wieder nach unten gelaufen. Es ist Flip oben und Pudding. Heu auffüllen. Guck mal, die
ersten, die oben sind, die rennen auch als erstes wieder runter. Und ich muss mal Tequilas Hintern sauber machen. Sieht man das wieder? Stücke. Wir machen jetzt in Zukunft immer mal so abwechselnd Miri-Videos oder Hunde-Videos oder Miri- und Hunde-Videos. Wir mixen das jetzt einfach durch. Also in Zukunft könnt ihr euch darauf einstellen. Es wird hier sowieso hochgeladen, was immer ich will. Ne, ich hatte jetzt ein bisschen Pause, weil wir waren zwischendurch krank und alles. In dem Sinne kam jetzt hier ein paar Wochen nichts. Ich glaube, 2 Wochen oder so kam hier nichts. 2, 2,5. Das ändern wir jetzt. Guckt doch das letzte Video. Ich packe es einfach mal in die Videobeschreibung, was am Mittwoch kam. Und denkt dran, morgen kommt ein neues Video auf die Miris. Das letzte Video von Sonntag auf die Miris packe ich auch mal in die Videobeschreibung. Genauso wie in den angepinnten Kommentar. Hallo Biscuit, du bist super zutraulich geworden, was ich super toll finde. Genau wie Pudding. Hallo. Na, willst du der Community was sagen? Ja, spendet mehr Geld für Essen. Oder spendet mehr Essen. Oder überhaupt irgendwas. Ja, das passt schon. Ihr bekommt auch gleich Frischfutter. Und ich habe gesehen, ich muss hier unten doch gleich noch sauber machen. Da ist es doch ein bisschen dreckiger, als ich dachte. Ich dachte, das kann ich noch auf morgen verschieben. Aber nee, ich mache dann gleich mal unter den Häusern sauber und Heu fülle ich auf. Das passt. Oh, jetzt gibt es gleich Stau. Nee. Nee, dann alles gut. Weil Tequila freut sich und brumselt. Los, alle nach oben. Guck mal, kommt doch mal nach oben. Hier ist voll die Action, Alter. Ich verstehe euch nicht. Egal. So, am Ende des Videos packe ich noch ein cooles Zeitraffer-Dingsi von Dante mit dran, wie er sich so in 20 Minuten verhalten hat, ja, als er alleine war. Das war witzig. Das packe ich noch mit hinten dran. Ich mache 2, ich habe 2 hintereinander aufgenommen. Hallo Biscuit, was hast du denn am Ohr? Ich habe das gerade gesehen. Was hast du am Ohr? Wurdest du gebissen oder gezwickt? Das muss ich mir gleich mal angucken. Ich hoffe nicht. Da? Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Sie hat irgendwas am Ohr. Wir hoffen einfach mal, dass es nur Dreck ist. Dreck wäre auch schon vollkommen ausreichend. Hallo Daikiri, möchten Sie noch was sagen? Nein. Aber ihr könnt gerne einen Daumen rauf geben, weil ich so niedlich bin. Das könnt ihr gerne tun. So, und abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dieser Vollidiot da vorne, der macht nämlich jetzt wieder Videos. Mittwochs und samstags auf diesem Kanal. Also die Müffelstücke. Und vielleicht am Sonntags immer auf die Miris. Schaut einfach vorbei. Und ich gehe jetzt. Tschüss, Leute. Bis dann. Ciao. Ein Daikiri. So, nur weil ich gleich gefragt werde, ne, wo ist denn Potato? Ich habe keine Ahnung, aber nur um die ganzen Kommentare damit dann ruhig zu stellen, werde ich diese Frage gleich noch beantworten. Ich denke, sie ist da hinten drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das finden wir gleich heraus. Ne? Okay.
Los Leute, wo ist Potato? Ja? Wo ist Potato? Da ist Potato. Seht ihr es? Da ist ihre Nase. Sie hat keinen Bock rauszukommen. Aber da ist Potato. Also habt ihr jetzt einmal alle Meerschweinchen in einem Video gesehen. Dann müsst ihr auch nicht fragen, wo ist die und die? Die ist da. So, und jetzt viel Spaß mit dem Hundezeitraffer. Und ich gucke jetzt noch einmal, wer hier oben ist. Nur noch Biskuit. Das ist in Ordnung. Putz dich und sag tschüss.